Mut zur Brücke. Das kuriose Überleitungsspiel. So, Ingo, komm gerne hier zu mir. Ja. Darum geht's jetzt hier. Mut zur Brücke heißt das Spiel. Und ich drück gleich und du auch auf diesen Buzzer. Und dann kommen einfach zwei völlig verschiedene Themen, werden uns dann vorgeschlagen. Und wir müssen uns moderativ, freischnauze, aus dem einen Thema zum anderen rüberhangeln. Oha. Soweit verstanden, Mr. Tagesthemen? Werd's versuchen. Sehr danach gut. Verliere ich meinen Job wahrscheinlich. Sehr gut. Das letzte Mal war das mit Bastian Pastewka gespielt. Ich will nur ein bisschen Druck machen. Okay. Oha. Große Comedy-Schule. So, wer fängt an? Fange ich an? Ich fange an. Okay. Jetzt haben wir Bahnchaos und Intimschmuck. Naheliegend, oder? Okay, das ist natürlich... Hättest, aber jetzt guck ich schon in Hände ringend. Ich hab neulich... Naja, egal. Ja, sag ruhig. Jetzt darf nicht zum Bahnchaos kommen. Nein, ich habe eine Zugbegleiterin neulich gesehen. Ja, so. Bin die vorbei, die hatte sehr viele Piercings hier am ja, einen und das ist aber nicht im intim. Anderen. Nee, genau. Ja. Ich weiß, was da... Egal. Okay, ich habe eine Zugbegleiterin gedatet. Dann wär's spannend geworden, nein. Ingo. So, ich muss jetzt überlegen, schnell. Oha. Es ist nicht mehr wegzudiskutieren. Die Deutsche Bahn ist marode. Da muss eindeutig nachgebessert werden in Personal, in Schiene, in die Menschen. Damit auch in Zukunft der Triebwagen wieder gepflegt in den Tunnel fahren kann, sollte man auf sich achten. Und vielleicht ist dann Intimschmuck für Sie ein Thema. Warum denn nicht? So? So. Sehr gut umschifft die Klippe. Richtig ja. Komische Übung bei dir in der Vorlesung in der Uni. Ja, aber ist eine gute Idee. Ja, stimmt. Ja, ist eine super Idee. Das werde ich mir fürs nächste Semester vornehmen. Bitte. Okay. Brexit. Brexit und Koala-Baby in Duisburg. Okay, pass auf, dann die Mutter aller schlechten Überleitungen. Ja. Ja. Du hast sie, glaube ich, eben sogar schon benutzt. Also. Dankeschön. Also, meine Damen und Herren, der Brexit war eine ewig lange Hängepartie und die Briten wollten raus aus der Europäischen Union. Apropos raus, das möchte auch das Koala-Baby im Duisburger Zoo, das in diesem Tag auf die Welt gekommen ist, aber es wird leider wohl im Zoo bleiben. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, das ist immer das, das geht gar nicht eigentlich. Apropos. Oder was Katja Burkhardt immer Punkt 12 macht, wenn dann irgendwie was Trauriges kommt, dann guckt sie immer noch runter im Monitor. Ja. Wirklich entsetzlich. Nee. Ich habe das nicht gesagt mit dem Lispeln. Oh Gott. Naja, man muss schon, also zu Ihrer Verteidigung, man muss natürlich schon, ne, wenn eben gerade ein wirklich harter ja. Beitrag lief, sich Krieg gegen die Ukraine und ja. Dann geht es direkt. Punkt 12, klar. Ja. Und dann geht es direkt weiter mit dem Koala-Baby oder so. Und dann ja, tut stimmt. Man so, als hätte man gar nicht zugeguckt. Das stößt natürlich auch auf. Das stimmt. Da muss man schon so einen kleinen Break machen. Aber ich glaube, allzu betroffen oder dem Zuschauer und den Zuschauern vorgeben, was sie jetzt zu denken, zu fühlen haben, das, ja. Das geht nicht. Das muss die Nachricht schon selber können. Das stimmt. Ja, gespannt. Angst. Polkappen schmelzen, Laura Wendler ist schwanger, natürlich. Was ist schlimmer? Das ist ja eine schöne Überleitung. Was ist schlimmer? Ja. Boah. Naja, das ist ja Wasser bei beidem dabei. Vielleicht kannst du damit... Ingo! Na? Ja. Es wird immer heißer. Das Schmelzen der Polkappen ist besonders ein Problem für die jüngere Generation, die ausbaden muss, was die ältere Generation angerichtet hat. Alle streiten sich. Mütter und Söhne streiten sich, Väter und Töchter. Wo Vater und Tochter aber scheinbar wunderbar zusammenpassen, ist in Florida. Denn da erwarten beide nun sogar ein Kind. Herzlichen Glückwunsch. So? So. Okay. Das kann man sagen, hier darf er eh nicht einreisen. So. Ja. Genau, das würde bei uns, glaube ich, nicht funktionieren als Nein, Überleitung. Ja. Aber die Nachricht, Laura Wendler ist schwanger, das wäre natürlich Thema Nummer 1, oder? In Tagesthemen? Du musst es sagen. Ja. Ich mach mal weiter, bitte, ne? Ja. Genau, sicherheitshalber. Hyperinflation, Eurovision Song Contest. Boah. Oha. Okay. Boah, in beiden sind wir schlecht.
Ja, man muss du, immer. Bist du ESC-Fan? Ja, doch, das schon. Ja? Sagst du das wegen ARD oder guckst du das? Nein. Ich guck das auch gerne. Malik Harris war völlig zu Unrecht. Das ist ein völlig stabiler Popsong gewesen. Ja, das Einzige ist, es gibt, glaube ich, nur 3 Tage mehr, wo wir ausfallen. Einer ist normalerweise der Eurovision Song Contest, weil der so spät reingeht und wenn wir dann um 1 Uhr morgens senden würden, dann nicht. Aber ich finde es großartig, also als Konzept. Und auch die Amerikaner ist immer sehr lustig, fanden das ja auch so großartig, dass sie das Konzept kopiert haben, 50 Staaten gegeneinander. Mhm. Und Will Ferrell, der Komiker, hat sogar einen Film drüber gemacht. Also das stimmt. Ist wirklich ein großes Phänomen über die Grenzen Europas hinaus. Insofern eine absolute. Der Kultmoderator, Kommentator Peter Urban hat ja heute bekannt gegeben, aufzuhören. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Das ist traurig. Ne? Sehr traurig. Die Stimme ich würd's machen. Wird immer dazugehören. Ja. Ja, so bringt man sich ins Spiel. Einfach mal, das sage ich auch einfach immer. Unsympathisch sein. So bringt man sich ins Spiel. Oder einfach mal sagen. Nicht, dass einer sagt, ach, hättest du was gesagt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das stimmt. So, aber du kannst dich weiter ablenken, Ingo. Du musst hier ran. Ja, merkst du, ne? Man soll sich ja historische Vergleiche sind immer schwierig, ne? Also. Katastrophen, die auf Hyperinflation folgten. Eurovision Song Contest. Also es gibt, die Hyperinflation ist ein großes Problem für unsere Währung und die Finanzmärkte zittern, dass alles instabil werden könnte. Dabei sehen wir uns nach Stabilität, so wie etwa beim Eurovision Song Contest, wo wir stabil auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder 0 Punkte haben. Ah, sehr gut. Noch den kleinen Gag reingebaut. Sehr gut. Nein, ich hoffe, dass es mehr wird. Also, ich bin ja kein Freund von, aber das muss man wahrscheinlich machen, so von Cheap Shots. Ja, aber war ein guter, also guter Joke noch am Ende. Ja, genau. Ja, dann bist du in der falschen Sendung. So. Ja. Puh. Aber gut. Danke. Hast du schon mal gemacht? Ja? Nee. So, Sarah Wagenknecht, natürlich. Und Bierkönig. Boah. Sarah Wagenknecht machte in letzter Zeit mit der Organisation einer Großdemo auf sich aufmerksam. Wenn man sich anschaut, wer da teilweise so mitdemonstriert hat, da ist man wirklich ganz unten angekommen. Ganz unten, da kommt bekanntermaßen die Gurke rein. Im gleichnamigen Ballermann-Hit, der auch in diesem Sommer wieder sehr häufig im Bierkönig gespielt wird. Viel Spaß dabei, liebe Mallorca-Besucherinnen und Besucher. Puh. Ich bin nämlich Musiker, Ingo, das weißt du gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Vier Akkorde, ne? Weißt du? Ja. Mehr brauchst du nicht. Okay, so, machen wir noch einen? Ja, machen wir noch einen? Einen letzten machen wir noch. Warte. Normalerweise ist das so ein rotes Ding, ne? So, ja. Wir sind aber cooler. Schicker, ja, sehr gut. Okay. King Charles III. Geht mir immer noch nicht ist so leicht über die Lippen. Ja, man kommt auch. King Charles? Nee, irgendwie. Na. Und Jogginghose, natürlich. King Charles in Jogginghose. Dritte. Bist du Royal? Royal, nee, aber Jogginghose bin ich. Ja, Fraktion. Aber, Team Jogginghose. Ja. Du auch? Kannst du auch mal so richtig lazy rumlaufen? Wie läufst du denn zu Hause rum? Meistens in Jogginghose. Aber oben das? Ja. Ja, aber mit Jogginghose. Ja, leider sind die Zeiten ja vorbei. Wir stehen ja. Was ich super finde im Studio. Aber früher ist das Gerücht, dass dann hier quasi unterhalb des Tisches saß man dann in Shorts und Schlappen. Ja, immerhin. Aber, ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie. Gar nichts mehr dann. Ach so, nein. Klaus Kleber saß dann nackt. Nee, er stand ja auch. Okay, aber King Charles, die Krönung, wirst du natürlich auch gucken. Stundenlang vorm Fernseher sitzen. Ja, selbstverständlich. Aber es war ein bisschen kleiner ausfallen als. Ich dachte, das wäre schon gewesen, ehrlich gesagt. Dachte ich wirklich. Ist er noch kein König? Ja, doch, er ist König, aber die Krönung kommt erst. Okay, okay. Ja, die offizielle, der Akt sozusagen. Ja. Das wäre lustig, wie ein Bierkönig und King. Oh, das wäre zu einfach gewesen. Ja, das ist zu naheliegend. Okay. Nee, genau, man muss da auch. König Charles. Die Krönung von König Charles III. Steht kurz bevor. Ein Event, auf das er auch wirklich jahrelang gewartet hat. In der Zwischenzeit ist er ein wenig in die Jahre gekommen. Man sieht auch hier und da so ein paar Flecken. Und wenn Sie aus Ihrer Jogginghose die Flecken mal rausbekommen möchten, dann haben wir noch ein paar Tipps auf unserer Website. Schauen Sie mal nach. So. Fantastisch. Also so ungefähr. Ingo Zamperoni, kann man nicht lernen. Hallo an alle First Mover, Silver Surfer und Klickmillionäre. Wenn ihr noch mehr von Studio Schmidt sehen wollt, dann könnt ihr das hier oder hier tun. Ich hoffe, hier war jetzt auch noch was. Ich habe nicht einen hier zu viel. Ansonsten schaut auch gerne drüben in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es alle Sendungen nochmal in voller Länge. Und dann sehen wir uns da. Tschüss!